habe mich sehr über diesen Satz gefreut, weil Prabhupada spricht ja immer wieder über die Halbgötter und Halbgötterverehrung und dass wir das auf jeden Fall nicht brauchen, da wir das Sankirtan-Yagya haben. Wie wichtig Yagya, das heißt auch das Zurückgeben ist, und wir haben dafür gar keine richtigen Möglichkeiten, ja, gar keine richtigen Anleitungen in unserer heutigen Gesellschaft, um das in unser Leben zu holen, dieses Opfer. Und der Hare Krishna Mahamantra ist das Mittel und auch das Geschenk für unsere heutige verrückte Zeit, um da ja, um da den ultimativen Segen reinzubringen in unser Leben. Bitte schön. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Hebt es doch gerne auch mal in die Kamera, die eins haben. Das sind unsere wichtigsten Bücher im Krishna-Bewusstsein. Einmal das Srimad Bhagavatam, dann die Bhagavad Gita, wie sie ist. Und sie wurden alle übersetzt und erläutert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und heute haben wir zwei ganz besondere Gäste heute wieder dabei, seit längerer Zeit. Ich glaube, das letzte Mal wart ihr noch in Australien. Es ist unser lieber Jayadeva Prabhu und unsere liebe Bhakti Lata Devi Dasi, die, ich glaube, ihr seid drauf und dran, Nachkommenschaft zu erwarten. Stimmt das? Hatte ich das richtig in Erinnerung? Die Information ist richtig. Und wie weit fortgeschritten ist das Ganze? Sehr weit fortgeschritten. Ah, okay. Okay, super. Wir sind in den letzten Zügen. Wow. Und ist in den letzten Zügen. Das Baby ist in den letzten Zügen. In den letzten Wochen. Wow, also gutes Gelingen. Und ja, ich habe mal gehört, wenn man schwanger ist, sollte man auch das Srimad Bhagavatam hören, weil schon Prahlad Maharaj das auch im Mutterleib gehört hat. Ja, also ihr seid hier richtig. Und wir wollen uns heute mit dem 20. Vers des 16. Kapitels des ersten Kantos das dritte Mal in Folge beschäftigen. Die Erläuterung ist etwas länger und auch recht intensiv. Und da haben wir gesagt, wir überstürzen hier nichts. Wir werden uns ganz lässig den dritten Teil mit Jayadeva und Bhakti Lata anschauen und nichts überstürzen. Und wenn ihr mögt, warte, ich muss das kurz noch mal gucken, ob das hier auch geklappt hat. Die glückverheißenden Mantras. lass mich gucken. Zuletzt verwendete Dateien. Aber vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz, damit wir ein Update haben. Also letztes Mal haben wir euch in Australien gesehen. Wie lange ist das jetzt her? Naja, ein gutes Dreivierteljahr wahrscheinlich, dass wir uns das letzte Mal hier auf diesem Kanal gesehen haben. Mhm. Und wir sind seit September wieder in Deutschland, seit September letzten Jahres, und haben uns niedergelassen in der ländlichen Region des Westerwaldes. Wir sind zwischen Köln und Frankfurt ziemlich in der Mitte. Und
Also Krishna West, der Wald. Krishna West, der Wald. Richtig. Ja. Und genau, das war der Plan, hier eine Familie zu gründen. Ja. Und starten jetzt hier neu mit einer kleinen Gemeinschaft. Sumitra Bhaktilata Mama wohnt hier in der Nähe. Und machen hier kleine Programme, starten ein neues Online-Programm heute. Oh. Auch das Lesen aus dem Srimad Bhagavatam geht heute Abend los. Wenn da jemand Interesse hat, kann er sich gerne an uns senden. Kannst gerne unsere E-Mail-Adresse Spiritualität im Alltag mit posten. Ja, auf jeden Fall. Ja, da sind wir gerade im Moment. Spiritualität im Alltag. Ja, ich schicke dir unsere E-Mail-Adresse. Du kannst es auch ins Chatfenster reintippen und dann können wir das hier direkt einblenden. Spiritualität im Alltag, das klingt doch sehr bodenständig. Ja, das ist auch unser YouTube-Kanal. Ja, ja. Genau, deshalb dachten wir, wir machen auch die E-Mail-Adresse so, dann ist es einheitlich. Genau. Man soll es nicht unnötig kompliziert machen. So, warte mal, Spiritualität im Alltag. Ich kopiere das jetzt und dann, Achtung, blenden wir das doch hier einfach mal mit ein. Okay, das müsste funktionieren. Und natürlich auch, also es fällt mir gerade ein, falls jemand von den Hörern da draußen irgendwie in der Nähe vom Westerwald ist und Lust hat auf Kontakt und gemeinsame Programme, freuen wir uns auch über eine Nachricht. Super. Kann man hier lesen, ne? Ja, ja, prima. Danke. Vielen Dank. Zum Mitschreiben. Ja, dann würde ich sagen, chantet doch gerne mal ein paar glückverheißende Mantras und dann schauen wir uns direkt mal an, was uns das Srimad Bhagavatam heute zu sagen hat. Bitteschön. Om Jnana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Shakshur Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietung. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narot Tamayim Divim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadev, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietung darbringen. Nasta prayeshva bhadresho nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktiya bhavati naistiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und alle zusammen, 3, 2, schaltet eure Mikrofone alle gerne einmal ein. 1. Und wir schauen uns direkt unseren heutigen Vers an. Es ist 1.16.20 und Jayadeva und Bhaktilata, ihr könnt uns ja hier mal mit dem Sanskrit und mit dem Deutschen versorgen. Das Sanskrit Vers 20.
Padai Nyunam Shuchachi Maika Padam Atmanam Vavrishalai Bokshyamanam Aho Suradin Rita Yagya Bhagan Raja Uta Svin Mahavatya Vasati. Ich habe meine drei Beine verloren und stehe nur noch auf einem. Beklagst du meinen Zustand? Oder bist du von Angst erfüllt, weil dich in Zukunft die gesetzlosen Fleischesser ausbeuten werden? Oder befindest du dich in diesem traurigen Zustand, weil die Halbgötter jetzt ihrer Anteile an den Opferungen beraubt sind, da gegenwärtig keine Opfer mehr durchgeführt werden? Oder beklagst du die Lebewesen, weil sie unter Hungersnot und Dürre leiden? Ui. Hey, und wir fangen dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Bitteschön. Die materielle Welt ist eine Art Gefängnis, wie wir bereits mehrfach erklärt haben. Die Halbgötter sind die Diener des Herrn, die für die Unterhaltung des Gefängnisses zuständig sind. Diese Halbgötter wollen sehen, dass die rebellischen Lebewesen, die glaubenlos überleben wollen, allmählich die höchste Macht des Herrn anerkennen. Deshalb wird das System der Opferdarbringung in den Schriften empfohlen. Materialistische Menschen wollen schwer arbeiten und die fruchtbringenden Ergebnisse mit ihren Sinnen genießen. So begehen sie bei jedem Schritt viele Sünden. Aber diejenigen, die sich bewusst im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen, stehen zu allen Arten von Sünden und Tugenden in transzendentaler Stellung. Ihre Tätigkeiten sind frei von der Verunreinigung durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Gottgewaschenen Opfer nicht darzubringen, denn schon das Leben eines Gottgeweihten ist ein Symbol des Opfers. Menschen, die fruchtbringen. Stopp mal kurz. Kerstin, kannst du noch mal ab die Gottgeweihten vorlesen? Es gab gerade so eine Einfrierungsphase. Oh. Den letzten Satz. Ich habe es hier nochmal eingeblendet. Ah ja. Die Gottgeweihten brauchen die vorgeschriebenen Opfer nicht darzubringen, denn schon das Leben eines Gottgeweihten ist ein Symbol des Opfers. Nur Menschen, die fruchtbringenden Tätigkeiten für Sinnesfreude nachgehen, müssen die vorgeschriebenen Opfer ausführen. Denn dies ist das einzige Mittel von der Reaktion auf alle Sünden, die die fruchtbringenden Arbeiter begehen, frei zu werden. Opfer sind das Mittel, solch angesammelten Sünden entgegenzuwirken. Die Halbgötter sind erfreut, wenn Opfer dargebracht werden. Ebenso wie der Gefängniswärter zufrieden ist, wenn die Gefangenen zu gehorsamen Bürgern werden. Sri Chaitanya hat jedoch nur einen Yajna, Opfer, empfohlen, und zwar den Sankirtan-Yajna, das Chanten von Hare Krishna, an dem jeder teilnehmen kann. So können also sowohl die Gottgeweihten als auch die fruchtbringenden Arbeiter den gleichen Nutzen aus der Ausführung des Sankirtan-Yajna ziehen. Dankeschön. Und Bhaktilata, vielleicht magst du noch mal den Vers auf Deutsch vorlesen. Ich habe meine drei Beine verloren und stehe nur noch auf einem. Beklagst du meinen Zustand oder bist du von Angst erfüllt, weil dich in Zukunft die gesetzlosen Fleischesser ausbeuten werden? Oder befindest du dich in diesem traurigen Zustand, weil die Halbgötter jetzt ihre Anteile an den Opferungen beraubt sind, da gegenwärtig keine Opfer mehr durchgeführt werden? Oder beklagst du die Lebewesen, weil sie unter Hungersnot und Dürre leiden? Ja, vielen Dank. Und also was ich hier so aus der Erläuterung, warte, ich mache mich mal lauter, was ich hier so aus der Erläuterung heraushöre, Srila Prabhupada geht hier auf die verschiedenen Fragen ein, die von dem Dharma-Stier gestellt werden. Und wir sind jetzt beim Thema schwerpunktmäßig Opfer. Das hatten wir letztes Mal schon mit Parivadi gestartet. Und wir können ja mal gemeinsam hier nochmal die Erläuterung durchgehen, Jayadeva und Bhaktilata, und stellt euch so einen großen roten Buzzer vor, so einen
roten Knopf. Und nach jedem Satz, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt müsst ihr was raushauen, was ganz wichtig ist, dann drückt ihr auf diesen Buzzer und könnt auch gerne ein Geräusch machen, wenn ihr wollt. Ja, ich lese das hier mal vor. Achtung. Die materielle Welt ist eine Art Gefängnis, wie wir bereits mehrfach erklärt haben. Ach ja, und falls der Jaya Satchinandana Prabhu auch was zusteuern möchte, kann er gerne auch auf den roten Buzzer drücken. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Also, die materielle Welt ist eine Art Gefängnis, wie wir bereits mehrfach erklärt haben. Habe ich mir gedacht. Danke für die Einladung. Für komische Geräusche, das ist immer schön. Materielle Welt ist eine Art Gefängnis. Ich finde, das ist etwas, was ich kenne als Bezeichnung, der ich mit den Büchern von Srila Prabhupada einigermaßen vertraut bin. Ja. Da wir das Ganze hier aber ja öffentlich im Internet hochladen, möchte ich diesen Punkt aufgreifen. Die materielle Welt ist eine Art Gefängnis, weil es so auch eine sehr pessimistische Sicht auf diese Welt ist. Und ich habe doch den Eindruck, dass die Menschen im Allgemeinen, also unsere Umwelt, unsere Mitbürger und Nachbarn, die versuchen, nicht zu pessimistisch zu sein. Ja? Und man muss ja auch irgendwie den Kopf hochhalten in dieser Welt. Ja? Und gleichzeitig werden wir in den Büchern von Prabhupada immer wieder damit konfrontiert, mit einer pessimistischen Sicht auf diese Welt und diese Lebenssituation. Und das finde ich bemerkenswert, dass uns die Lehre des Bhakti-Yoga, des Srimad Bhagavatam und Prabhupada als spiritueller Meister versuchen, dorthin zu leiten, zu dem Verständnis, dass wir es hier mit einem Problem zu tun haben in dieser Welt. Wir haben es mit einem Problem zu tun, als ewiges spirituelles Wesen in einer zeitweiligen Verkörperung zu stecken. Das tut uns nicht gut, da leiden wir drunter. Und ich habe neulich eine schöne Definition im Srimad Bhagavatam gelesen, was der Unterschied zwischen Gott und uns Menschen ist. Wenn Gott in diese Welt kommt, dann, wenn Krishna in diese Welt kommt, dann das sucht er sich selber aus. Er sucht sich die Form aus, er sucht sich den Zeitpunkt aus, er sucht sich die Umstände aus und auch die seine Freunde und Begleiter, mit denen er hier ist, die sucht er sich alle aus. Während wir Zwang unterworfen sind. Wir können uns das nicht aussuchen. Ja, wir sind in eine bestimmte Form geboren, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Wir sind immer Zwang unterworfen in dieser Verkörperung. Und einem lustigen Potpourri, einem mehr oder weniger lustigen Potpourri an Karma, mit dem wir hier konfrontiert sind. Ja? Und hier sind wir in diesem Gefängnis. Das wollte ich gerne ausgreifen. Okay. Danke. Ja, Bhaktilata, hast du mitgedrückt oder nur Jayadev auf den großen Buzzer? Ja, also eigentlich hat Jayadev nur gedrückt, aber ich finde, was mir beim Zuhören gekommen ist, also ja, es ist einerseits eine, das wirkt pessimistisch und ich habe es über die Jahre als Unterscheidungsvermögen sehr schätzen gelernt. Also nicht als pessimistische Sicht auf die Dinge und die Welt, sondern als die Möglichkeit, Dinge voneinander zu unterscheiden und zu differenzieren. Das kam mir noch in den Sinn dazu. Ja, genau. Also ich kann das alles gut nachvollziehen.
Also es klingt pessimistisch, aber eigentlich ist es realistisch. Also wir sehen also pessimistisch bedeutet ja, dass wir einen Realzustand nochmal negativ betrachten. Also ich gebe euch hier mal ein ganz praktisches Beispiel. Achtung, dieses Glas hier, das ist leider halb leer. Ja, ich könnte aber auch denselben realen Zustand, könnte ich auch als halb voll bezeichnen. Das wäre dann optimistisch. Aber was, also Jayadeva Prabhu, ich weiß genau, was du meinst. Für unsere Ohren, ja, klingt das erstmal pessimistisch. Wenn wir hören, was, diese Welt hier soll ein Gefängnis sein? Hört ihr nicht die Vögel zwitschern? Ich habe heute Schmetterlinge gesehen und es ist Sommer jetzt bald wieder. Wie könnt ihr denn von einem Gefängnis sprechen? Ich habe meinen Urlaub gebucht auf den Kanarischen Inseln. So, aber es ist eigentlich nur realistisch. Also wir sehen die Welt dann so, wie sie ist. Sie ist ein Gefängnis. Und ja, manchmal sind wir in schönen Gefängniszellen mit schönen Tapeten, saubere Toilette. Das wären dann vielleicht die Kanarischen Inseln. Aber je nach unserem Karma kann es auch sein, dass wir verlegt werden in einen anderen Trakt. Und dann, ja, vielleicht sogar in einem anderen Land. Also die Gefängnisse in Venezuela sollen nicht so prickelnd sein, wurde mir gesagt. Ja, wir können ja mal weitergehen, dass wir uns nicht zu lange im Gefängnis aufhalten. Ich gehe hier nochmal wieder rein. Ihr drückt auf den Buzzer. Hier kommt auch wieder ein interessanter Satz. Die Halbgötter sind die Diener des Herrn, die für die Unterhaltung des Gefängnisses zuständig sind. Ja, auch interessant, oder? Diese Halbgötter wollen sehen, dass die rebellischen Lebewesen, die glaubenlos überleben wollen, allmählich die höchste Macht des Herrn anerkennen. Ich habe mich sehr über diesen Satz gefreut, weil Prabhupada spricht ja immer wieder über die Halbgötter und Halbgötterverehrung und dass wir das auf jeden Fall nicht brauchen, da wir das Sankirtan-Yagya haben. Also es kommt später noch. Und ich fand es aber sehr, sehr optimistisch an dieser Stelle zu lesen, dass die Halbgötter aber sich wünschen und damit uns zugetan sind und zugewandt sind auf dem Pfad des Bhakti-Yoga. Also wir haben eigentlich die volle Unterstützung der Halbgötter, um Krishna bewusst zu werden, Gottes bewusst zu werden. Verstehe. Genau, also du meinst, das zielt wohl darauf ab, die Halbgötter wollen sehen, also sie wollen eigentlich das Gute in uns sehen. Ich hatte mal einen Englischlehrer, der ist immer hinter uns so lang geschritten, wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben. Und er sagte: Alle Fragen, die ich euch gestellt habe in diesem Test, die könnt ihr beantworten. Die haben wir behandelt. Ihr könnt euch sicher sein. Ich bin nicht daran interessiert, zu erfahren, was ihr nicht könnt. Ich bin nur daran interessiert, zu erfahren, was ihr könnt. Ja, da hat er uns so ein bisschen Mut gemacht, auch schon vor dem Test. Und so sehe ich das hier auch mit den Halbgöttern. Die wollen also das Gute in uns sehen und werden da auch dann sofort drauf reagieren, positiv. Ja. Ja, und das heißt auch, dass wir ihren Segen haben. Also wenn wir uns dem Krishna-Bewusstsein zuwenden und egal wie schwierig es ist und welchen Schwierigkeiten wir begegnen, wir haben ihren wertschätzenden Blick, wenn nicht sogar ziemlich wahrscheinlich ihre Segnungen auf jedem Schritt. Wow,
Sehr schön. Genau, und jetzt kommt ein weiteres Element, und zwar, warte, jetzt geht es nämlich um die Yakyas, um die Opfer. Deshalb wird das System der Opferdarbringung in den Schriften empfohlen. Ja, die Methode ist tricky, da weiß ich nicht, wie weit man kommt mit so drei Sätzen in einer Session. Auf jeden Fall, ja, das System der Opferdarbringung wird in den Schriften empfohlen. Wir haben das ja schon in der Bhagavad Gita gehört, dass Krishna diese Welt zusammen mit Yajna, mit Opfern schafft, damit wir Lebewesen glücklich sein können in dieser Welt. Also es ist unabdingbar, nicht nur zu nehmen, aus der Welt zu nehmen, zu konsumieren, sich zu bedienen, sondern auch etwas zurückzugeben. Ja, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Das System der Opferdarbringung, das ist Teil unserer Welt, die in unserer westlichen Kultur ziemlich verloren gegangen ist. Ja, und die in den Veden aber einen hohen Stellenwert hat und in den Schriften wie der Bhagavad Gita. Ja, genau. Wir hatten vorgestern mit Parivadi auch schon darüber gesprochen und er wies darauf hin, dass man unter Umständen so schon sehr leicht als verrückt erklärt wird heutzutage, wenn man an Opfer, wenn man daran glaubt, man müsste Gott oder Halbgöttern Opfer darbringen. Da fehlt nicht mehr viel, da wirst du dann eingewiesen. Ja. Genau, also das ist völlig verloren gegangen, Jayadev Prabhu, da gebe ich dir recht. Sogar das Erntedankfest, also wer feiert das Erntedankfest noch? Nicht mehr viele Menschen, vielleicht in Bayern, im Westerwald, weiß ich nicht. Sagt uns Bescheid. Ja, wir gehen mal hier weiter. Und zwar, materialistische Menschen wollen schwer arbeiten und die fruchtbringenden Ergebnisse mit ihren Sinnen genießen. So gehen sie bei jedem Schritt begehen sie bei jedem Schritt viele Sünden. Aber diejenigen, die sich bewusst im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen, stehen zu allen Arten von Sünden und Tugenden in tranzenden Talerstellung. Ihre Tätigkeiten sind frei von der Verunreinigungen durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Die Gottgeweihten brauchen die vorgeschriebenen Opfer nicht darzubringen. Achtung, Achtung. Denn schon das Leben eines Gottgeweihten ist ein Symbol des Opfers. Ja, hier ist schon relativ viel drin in den Sätzen. Wir hören von Sünde, auch das ist etwas, ein sehr ungeliebtes Wort in unserer westlichen und auch christlich geprägten Kultur, in der wir sind. Ein bisschen schwierig, aber ja, ich hatte das gerade schon angeschnitten, es ist nicht okay, nur zu nehmen, ohne zu geben. Ja, das ist nicht okay. Und dann befinden wir uns auf der Ebene von Sünde, in Anführungsstrichen. Ja, das hat einfach Konsequenz. Und unsere Handlung, die laut Schriften als sinnvoll beschrieben werden, sind Handlungen, die Konsequenzen hervorrufen, die wir im Grunde nicht wollen. Ja, wir werden mit Konsequenzen konfrontiert werden, die wir im Grunde nicht wollen. Und da bewegen wir uns auf der Ebene von Sünde. Mindestens genauso wichtig finde ich, an der Stelle aufzugreifen, was Srila Prabhupada hier sagt. Das ist etwas, womit ich als praktizierender Bhakti-Yogi immer wieder konfrontiert werde mit dem Aspekt, Gottgeweihte, Devotees und Nicht-Devotees. Ja?
Und hier hören wir von Prabhupada, dass Gottgeweihte die vorgeschriebenen Opfer nicht darzubringen brauchen. Denn das schon das Leben eines Gottgeweihten ist ein Symbol des Opfers. So. Und ich finde es wichtig, an der Stelle zu schauen, wo befinde ich mich da? Bin ich das? Ja, oder wer ist das? Bist du da? Ne, im Grunde ist mir ist das völlig unwichtig, dich da zu beurteilen oder irgendjemand anders, sondern wo bin ich da? Ist mein Leben ein Symbol des Opfers? Und für die allermeisten Bhakti-Yogis auf dem Weg ist das zu einem gewissen Teil so. Ja, also ein gewisser Teil unserer Praxis, das Studieren der Schriften, das Rezitieren von Mantra, das sind Symbole des Opfers, aber in der Regel nicht zu 100%. Ja. Und ich finde das wichtig, mich selbst da im rechten Licht zu betrachten. Ja, dass ich nicht, weil ich der einer guten und wahren und richtigen Lehre folge, dass damit automatisch alles abgesegnet ist, was ich so den lieben langen Tag tue. Okay, das sehe ich an der Stelle vorhin. Sehr interessant. Möchte. Willst du dazu was sagen, Pa? Ich weiß noch nicht, vielleicht. Okay. Also, weil ich bin an ähnlichen Dingen hängen geblieben, aber aus einem anderen Blickwinkel. Deshalb hatte ich kurz gewartet. Weil ich finde, in all diesen drei Sätzen zu den Gottgeweihten steht das so absolut drin, nämlich also die Gottgeweihten und die Nicht-Gottgeweihten. Und das war für mich lange Zeit lang immer wieder ein Problem, das zu lesen in den Schriften. Weil ich halt auch dachte, ja, ich bin keine reine Gottgeweihte. Und was bin ich denn dann? Bin ich dann der materialistische Mensch, von dem vorher gesprochen wurde? Also so schwarz oder weiß, entweder oder. Ja, also weil ich finde, die Sprache ist sehr absolut. Und ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen auf dem Bhakti Immersion Retreat in Goloka Dham und da war Hari Prasad. Der kommt aus Mumbai, ist ein Sanskrit-Gelehrter. Und er hat in so einem Nebensatz gesagt, dass wenn in den Schriften Dinge als absolut dargestellt werden, dann ist es, um das zu verdeutlichen. Und für mich hat das auf jeden Fall das Lesen des Srimad Bhagavatams oder der Bhagavad Gita für immer verändert. Weil das heißt eben nämlich nicht, es gibt nur Schwarz und Weiß, es gibt nicht nur Nicht-Gottgeweihte und Gottgeweihte, sondern ich bin in dieser Grauzone da in der Mitte und ich bin gut so, wie ich bin und ich bin auf dem Weg. Also, weil ich dazu tendiere, mich selbst fertig zu machen, wenn ich nicht dem Ideal eines rein Gottgeweihten entspreche. Verstehe, verstehe. Ja. Genau. Also er sagt, man braucht ja auch Anhaltspunkte. Wenn wir nicht wissen, was Licht und Dunkelheit ist, dann brauchen wir auch gar nicht mehr über die Zwischentöne sprechen. Die machen ja dann auch keinen Sinn. Wir brauchen absolute Orientierungspunkte, um auch dann die Zwischenräume richtig zu einordnen zu können. Ja, schön. Ja, und wir können an der Stelle feststellen, also hier wird von einem reinen Gottgeweihten gesprochen. Ja, jemand, der fortgeschritten ist auf dem Weg des Bhakti-Yoga. Und für den gilt das so, dessen Handlung, dessen Leben und dessen Bewusstsein ist ein Symbol des Opfers. Da gibt es ja auch Beispiele zu in unserer Tradition. Genau. Und es gibt ja auch in unserem Alltag Situationen und Momente, wo wir tatsächlich sagen können, ich habe jetzt diese Speise wirklich ohne zu probieren mit dem Bewusstsein, hoffentlich schmeckt das den Detis gleich in 15 Minuten. Habe ich das so zubereitet?
habe dann das dargebracht mit Gebeten und mit der Bitte, dass Krishna das doch annehmen möge. Und dann eine Viertelstunde später sitzt man und nimmt dieses Prasadam zu sich. Und da kann man dann sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, den ganzen Tag habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber die letzten 60 Minuten war mein Leben ein Symbol des Opfers. Und wenn sich dann eine Sache nach der anderen so hintereinander anreiht, dann kommen wir irgendwann immer mehr zu dieser, ja, zu der Feststellung, hey, nicht nur die halbe Stunde hier und die Viertelstunde dort, sondern mein Leben, mein ganzes Leben wird zunehmend ein Symbol des Opfers. Ja. Ich sehe hier eine Hand von Anandita-Rama und Amara-Chandra. Lasst doch mal hören, was eure Gedanken hierzu sind. Jetzt hört man mich, ja? Ja. Ja, okay. Ganz interessante Themen. Ich denke, um das alles zu verstehen oder wie weit man ist, auch das Thema halb voll das Glas oder halb leer, es kommt darauf an, meiner Meinung, ob wir merken, dass wir in ein Gefängnis sind. Und das wiederum, so wie du gesagt hast, Pangea, Kanarische Inseln oder vielleicht Afrika oder wie man lebt, halt, es kommt auf die Situation, denke ich, drauf an. Bei mir merke ich auch, ja, wenn es mir gut geht und so, dann ist nicht unbedingt der Gedanke da, ich bin im Gefängnis. Und ich denke, das geht auch einigen Devotis so, also sehe ich erfahrungsgemäß. Wenn jetzt einer halt, ein Devoti halt, ja, mehr materielle Güter hat oder die Geldmittel dazu, um besser anders zu leben, denke ich, kann man das auch leicht vergessen. Dass man halt im Gefängnis lebt, sage ich mal so. So wie die Zellen halt eingeteilt sind. Der eine lebt vielleicht, ja, total ärmlich. Kann aber auch sein, dass er das, ja, dass er es trotzdem so akzeptiert und das und nur Krishna sieht. Also ich denke, es kommt auf die Gedanken drauf an, ja, ich weiß nicht, wie ich es richtig ausdrücken kann, wie sehe ich das halt. Und ich denke, wenn man gut begütert ist so und hat alles, dann kann man das Gefängnis auch leicht vergessen. Aber heißt es nicht so, dass Krishna einen Devoti, den er liebt, alles nimmt, damit er sich besser Krishna zuwenden kann? Habe ich schon mal irgendwo gelesen und ich glaube, das ist so irgendwie. Also ich denke, man muss erkennen, dass man im Gefängnis ist. Natürlich als Devoti ist, ich sag mal auch so, wenn man nicht gerade denkt, wenn es einem gut geht, man ist im Gefängnis in der Materiewelt. Trotzdem hat man das im Unterbewusstsein. Andersrum, die Materialisten, sage ich halt, wenn ich mich an früher erinnere, an mein Leben, da kam das Wort, der Gedanke Gefängnis nie. Nun. Also das Ding ist, wollte ich nur mal sagen, so wie ich das sehe. Jayadeva und Bhakti Lata, was sagt ihr dazu? Ja, wir erfahren von Krishna in der Bhagavad Gita, dass es vier Arten frommer Menschen gibt, die sich der absoluten Wahrheit zuwenden. Und das ist der Notleidende, der Neugierige, der nach materiellem Reichtum strebende und der nach Wissen suchende. Und Krishna, die höchste Person, das ist nicht irgendjemand, ja, sondern die höchste Person beschreibt all diese vier Personen als fromm. Und für uns bedeutet das, also ich habe das selber mal so ein bisschen betrachtet, was hat mich eigentlich hierher gebracht, was hat mich so auf den Pfad des Bhakti-Yoga gebracht. Und da war auf jeden Fall eine gute Portion Not dabei. Ja, da war auch eine gewisse Suche nach Wissen dabei, nach Wahrheit, aber da war eine gewisse Not dabei, wie wir es auch gerade gehört haben. Und wir erfahren alle Not in dieser Welt.
zu einem gewissen Maß, mehr oder weniger. Spätestens mit Alter, Krankheit und Tod werden wir mit einer gewissen Not, einem gewissen Leid konfrontiert werden, früher oder später. Ja, es gibt ja diese Aussage, dass für den atheistischen Menschen kommt Gott in Form des Todes. Ja, spätestens dann kommt die Konfrontation. Und ja, für viele Menschen auf einem tiefen spirituellen Weg, die haben auf irgendeine Art und Weise, entweder durch die eigene Erfahrung oder dadurch, dass sie es bei anderen gesehen haben, oder häufig auch eine Mischung aus beidem, erkannt, dass das Leben eben dieses Gefängnis ist, dass es eben leidvolle Umstände mit sich bringt, die sich niemals kontrollieren lassen. Ja, das lässt sich niemals umgehen, dass wir hier Leid ausgesetzt sind. Und ja, mit ein bisschen Schwung, wenn wir dann erkennen, okay, wir sind ewiges spirituelles Wesen, dann liefert uns die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam die notwendigen Informationen, wo wir uns befinden und was wir da brauchen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass wenn es mir gut geht in meinem Leben, dass es mir schwerfällt zu erkennen, dass ich im Gefängnis bin. Und da habe ich mich auf jeden Fall daran erinnert, dass wir können keine Erkenntnis kreieren, wir können kein Wissen kreieren. Also wir können natürlich unseren Teil dazu beitragen, wir können lesen, hören, nachforschen und trotzdem kommt Erinnerung, Wissen, Vergessen. Alles von Krishna. Das ist ein Geschenk, was uns gegeben wird. Das ist das eine, was ich im Kopf hatte. Und zu dem Punkt, dass Krishna demjenigen, den er besonders liebt, alles wegnimmt. Was ich dazu verstanden habe bisher, ist, dass das nicht bedeutet, dass Krishna mir im nächsten Moment alles wegnehmen wird. Krishna ist jederzeit an unserer Seite und hilft uns, den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn es für mich hilfreich ist, dann nimmt er Dinge aus meinem Leben weg. Und wenn es für mich aber nicht hilfreich ist, dann erhält er diese Dinge auch, weil sie mir auf dem Weg zu ihm helfen. Also er nimmt nicht einfach nur weg und er nimmt schon gar nicht weg, um uns zu schaden, sondern nur, um den nächsten Schritt zu ermöglichen. Genau. Ja, der Azad schreibt hier, Krishna gibt dir das, was du brauchst, nicht das, was du willst. Ja, genau, es gibt diesen Vers, Ananyas Chintayantumam Yejana Pariupasate Tisham Nitya Biyuktanam. Tisham, bitte nochmal. Nitya Biyuktanam. Tisham. Vielen Dank. Jai Satchinandan Prabhu, vielen Dank. Genau. Diejenigen, die über meine transzendentale Gestalt meditieren und mir mit Liebe und Hingabe dienen, ihnen gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Und das, was uns aber schadet auf dem Weg zu ihm, das nimmt er uns weg. Aber auch nicht immer alles sofort, abrupt, sondern auch teilweise sehr behutsam. Also nicht, weil das würde uns zu sehr aus der Bahn werfen, wenn Krishna uns von heute auf morgen alles wegnehmen würde, was uns im Wege steht, ihn zu erreichen, dann würden wir, das wäre zu viel für uns. Aber so allmählich, wir kennen das, glaube ich, alle aus Erfahrung, dass, ja, sehr interessant. Jai Satchinandan Prabhu, wo du gerade am Mikrofon warst, hast du da auch zu einem Punkt vielleicht?
Ich möchte ihn natürlich auch nicht in Verlegenheit bringen. Er meldet sich einfach. Wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Ich suche erst. Bitte? Aha, hier. Er hat den Vers eingeblendet. Doch den Vers gesucht. Diejenigen, die mich nicht ausschließlich Hingabe verehren und über meine transzendentale Gestalt meditieren, ihnen gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie. Genau, sehr wichtiger Vers. Ja, wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Und zwar, wir können ja mal schauen, dass wir in 5 Minuten so langsam hier die Kurve kratzen. Wo waren wir stehen geblieben? Wer weiß es? Hier, nur Menschen. Nur Menschen, die fruchtbringenden Tätigkeiten für Sinnesfreude nachgehen, müssen die vorgeschriebenen Opfer ausführen. Denn dies ist das einzige Mittel von den Reaktionen auf alle Sünden, die die fruchtbringenden Arbeiter begehen, frei zu werden. Opfer, ja? Nur ganz kurz. Ja. Ich finde, das ist halt wieder so ein schönes Beispiel für das, was ich eben gesagt habe mit dem Absoluten. Mhm. Also, dass da drin steht, das ist das einzige Mittel für diese Menschen, um davon frei zu werden. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt weiterlesen, hören wir ja, dass fruchtbringende Menschen auch das Sankirtan Yajna ausführen können. Ah, okay. Also, du kündigst jetzt schon was an, was jetzt kommt. Jetzt wird es nämlich nochmal interessant. Und zwar, ich würde sagen, wo war ich hier, ne? Opfer sind das Mittel, solch angesammelten Sünden entgegenzuwirken. Und jetzt kommt's. Die Halbgötter sind erfreut, wenn Opfer dargebracht werden, ebenso wie der Gefängniswärter zufrieden ist, wenn die Gefangenen zu gehorsamen Bürgern werden. Ne? Also das kann man sich gut vorstellen. Da muss ich hier mal kurz auf den Buzzer drücken. Ich habe mal die ein oder andere Dokumentation über Gefängnisse geschaut auf YouTube. Ihr vielleicht auch. Die härtesten Gefängnisse in den USA. Oder das härteste Gefängnis in Russland. Da müssen die immer so gebeugt aus der Zelle rauskommen. Aber wenn du da ganz lieb immer bist und dich immer anständig verhältst, und dann kannst du auch, du darfst in der Wäscherei dann arbeiten, und wenn du deine Arbeit ganz gut immer machst, alles schön bügelst, dann kannst du so langsam die Gunst des Oberaufsehers auch noch bekommen. Und dann kann es wirklich passieren, dass du statt 10 Jahren schon nach 5 Jahren rauskommst. Und das ist ja nicht so übel, ne? Ja, okay. So, ich gehe mal hier zurück. Und jetzt kommt Bhaktilatas Punkt. Sri Chaitanya hat jedoch nur einen Yajna-Opfer empfohlen, und zwar den Sankirtana-Yajna, das Chanten von Hare Krishna, an dem jeder teilnehmen kann. So können also sowohl die Gottgeweihten als auch die fruchtbringenden Arbeiter, von denen eben gerade die Rede war, den gleichen Nutzen aus der Ausführung des Sankirtana Yajna ziehen. Bhaktilata, das war, worauf du uns hinweisen wolltest, oder? Ja, genau. Also einfach der Punkt, weil ja in einem anderen Satz stand, dass der einzige Weg für die fruchtbringenden Arbeiter sei, Opfer zu vollführen, aber eben hier klar wird, dass es keine Voraussetzung gibt, um Hare Krishna zu chanten, sondern das können wir jederzeit, überall und unter allen Umständen, und es ist immer glücksverheißend. Selbst wenn wir mit dem Schild rumliefen, fruchtbringender Arbeiter, können wir sofort, ja. Oh, ich nehme jetzt am Sankirtan Yajna teil. Jayadeva Prabhu, was sagst du zum Abschluss dazu?
Ja, es ist die Lösung für all unsere Probleme. Es ist die Lösung für die Verstrickung in Karma. Es ist die Lösung, um aus der Unwissenheit, der Bedeckung der Unwissenheit herauszutreten und zu verstehen, wer wir selber sind. Es ist das superpotente Mittel, um uns mit der höchsten spirituellen Ebene zu verbinden, und der Gesellschaft dienlich zu sein, inklusive aller Ebenen, aller Halbgötter. Und es ist super reinigend für unsere Existenz, für unser Bewusstsein, für unsere Familie, dieses Sankirtan-Yajna. Also, ne, der Vers hat so, und vor allem auch die Erläuterung hat so deutlich gemacht, wie wichtig Yajna, das heißt, auch das Zurückgeben ist. Und wir haben dafür gar keine richtigen Möglichkeiten, ja, gar keine richtigen Anleitungen in unserer heutigen Gesellschaft, um das in unser Leben zu holen, dieses Opfer. Und der Hare Krishna Mahamantra ist das Mittel und auch das Geschenk für unsere heutige verrückte Zeit, um da, ja, um da den ultimativen Segen reinzubringen in unser Leben. Sehr nice. Genau. Und man steigt da auch sogar durch, ne, wie das funktioniert. Bei diesem ganzen Halbgötteropfer, ich glaube, ich wäre schon nach 5 Minuten überfordert. Ja. Ja, danke. Ja, ich würde sagen, wir merken, man hätte noch doppelt so viel auch sagen können. Und das ist nur ein Drittel der ganzen Erläuterung gewesen. Aber ich glaube, das ist ein gutes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, boah, da steckt noch so viel drin. Es ist besser, darüber hatten wir auch vor ein paar Tagen gesprochen. Es gibt manchmal den Moment, wo du so vor dem Bhagavatam sitzt, du sollst vielleicht eine Lecture geben. Du hast keinen Plan, worum es geht. Du hast es zwar gelesen, aber und du hast auch keinen Plan, was du sagen sollst. Das ist unangenehm. Und dann gibt es aber auch den Moment, wo du auch vor der Erläuterung sitzt. Mein Gott, da ist so viel drin. Ich habe nur 3 Stunden Zeit. Ja. Ja, prima. Ich bedanke mich ganz herzlich mit allen MTB-Nektarhummeln zusammen bei Jayadeva Prabhu und bei Bhakti Lata Mataji. Heute ist Muttertag übrigens und Bhakti Lata ist in wenigen Wochen, gehört sie auch zum Club. Und da wünschen wir ihr auf jeden Fall alles Gute und auch allen anderen Müttern, allen Matajis im Universum alles Gute heute zum Mataji-Tag. Und ihr könnt ja alle zum Schluss, könnt ihr beide ja doch nochmal den Hare Krishna Mahamantra chanten. Schaltet alle eure Mikrofone gerne einmal ein. Wenn ihr mögt, sogar eure Kamera. Wir würden uns riesig freuen. Und bevor ihr aber den Hare Krishna Mahamantra chantet, rufen wir euch alle ein herzliches Hari Bol zu. Seid ihr bereit für ein Hari Bol? Hey, also 3, 2, 1. Hari Haribol! Und jetzt seid ihr dran. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Hare. Und mit dem Jaya Satchinandana Prabhu werden wir in den nächsten Wochen auch mal hier einen Termin vereinbaren. Ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen und vielleicht sogar mit Nitya Manjari sogar noch zusammen. Und ich sage,
Hiermit Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.